werden und immer wieder Neues entdecken werden. Ja? Und das ist Gottes Art, mit uns umzugehen, damit wir in der Beziehung zu ihm und im Glauben wachsen. Ja? Er könnte uns ja auch alles einfach in eine Tüte stecken und sagen, hier ist alles, mach. Jetzt brauchst du nichts mehr tun. Ja? So. Wirf den Segen einfach nur um dich und schon ist alles gut. Aber Gott hat sich das irgendwie anders gedacht. Ja? Er sagt uns schon zu, ich will euch segnen, ich will euch reichlich segnen. Ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. All die ganzen Geschichten, die ihr aus der Bibel wahrscheinlich kennt. Und trotzdem ist es ein Weg, auf dem wir gehen, um das zu entdecken, zu finden und anwenden zu können, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Also, mach dich auf die Suche. Den zweiten Aspekt, den wir hier in dieser Geschichte sehen, ist der, dass Glaube sich an Gott festhält. Ja? Vers 48 bis 50 lesen wir mal. Da. Jesus sagte, und seine Antwort ist vielleicht etwas erschreckend, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Oh, hier kommt ein Mann, 27 Kilometer weit entfernt, zu Jesus hin, investiert Zeit und Kraft, weil er Hoffnung hat, dass Jesus ihm helfen kann. Und dann sagt Jesus einfach mal so in die Situation rein, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Boff. Ja. Klatsche abgekriegt. Warum macht Jesus das? Ist er schlecht erzogen worden? Hat er nicht verstanden, was der Mann auf dem Herzen hat? Ja. Ich glaube, dass er diesen Satz, so wie er diesen Satz sagt, nicht direkt zu diesem Mann sagt, sondern in die Runde hinein, weil da auch noch andere mit dabei waren. Ja? Vieles hat sich damals in Gemeinschaft abgespielt und dieser Satz war in sich richtig. Ja? Rein seelsorgerlich gesehen für diesen Mann war das jetzt nicht sehr empathisch. Ja? Also so war nicht sehr einfühlsam. Ich weiß nicht, wie der Mann sich gefühlt hat. Aber wichtig war dieser Satz trotzdem, weil es Jesus wichtig ist, nicht nur irgendwas Spektakuläres zu machen, um die Menge bei Laune zu halten, sondern was er wollte mit dem, was er getan hat, war, Glauben in den Menschen hervorzubringen, Beziehung zu Gott herzustellen, dass Gott geehrt wird und nicht nur irgendeine Show. Ja? Das war, ist einer der Hintergründe, warum Jesus das gesagt hat. Aber der Beamte bleibt dran und das ist der Punkt, um den es geht. Ja? Es kann manchmal sein, dass Jesus uns Dinge sagt, wenn wir ihn um etwas bitten, die uns verstören, die wir nicht einordnen können. Ja? Aber dieser königliche Beamte bleibt einfach dran. Er sagt, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Er sucht weiter bei Jesus die Hilfe, der lässt sich gar nicht abschrecken. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt wahrgenommen hat, was Jesus da gesagt hat, aber er bleibt einfach dran. Ja? Lässt sich nicht beirren. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Huh. Also Fernheilung stand jetzt gar nicht auf der Agenda dieses königlichen Beamten. Er wusste gar nicht, dass das geht. Aber offensichtlich spielte sich da was ab, was irgendwie Kraft hatte. Ja? Und Jesus spricht einfach nur dieses Wort zu diesem Mann. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Jesus hat sehr unterschiedlich Menschen geheilt. Und der einzige Grund, warum er das mal hier so macht und an einer anderen Stelle dann wieder anders, ist aus meiner Sicht der, dass er auf den Heiligen Geist gehört hat, dass er seinen Papa gefragt hat, hey, was willst du heute tun? Wie willst du den Menschen begegnen? Wie willst du den Menschen helfen? Und dass er da sozusagen immer online war mit seinem Papa im Himmel durch den Heiligen Geist und dann die Dinge so angepackt hat, wie Gott sie haben wollte. Das ist die einzige Erklärung, die sich für mich daraus ergibt. Ja? Und er spricht ihm zu, dein Sohn soll geheilt sein. Der Punkt, um den es hier aber eigentlich geht oder den ich hier herausstellen möchte, ist, der Beamte lässt sich nicht abwimmeln. Trotz dieser etwas verstörenden Antwort von Jesus. Er bleibt dran. Er,
Er wünscht sich einfach, dass Jesus in seine Situation eingreift. Und das hat mich an Jakob erinnert. Die Geschichte im Alten Testament, wo einer der Patriarchen, der Jakob, des Nachts Besuch bekommt von einem Engel und die kloppen sich. Ja? Das steht da, da steht jetzt nicht kloppen, sie rangen miteinander. Ja? Aber wir sind ja hier in Bochum. Ne? Also die haben sich richtig heftig gezofft, die beiden, und einen Ringkampf miteinander ausgefochten. So lese ich das aus der Bibel. Und man fragt sich, wieso. Aber das Ganze hatte schon einen gewissen Effekt auf den Jakob. Und zwischendurch will der Engel ihn dann verlassen. Und dann hält Jakob ihn fest und sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ja, was so schön zum Ausdruck bringt, wie der Jakob war teilweise echt schräg drauf, muss man dazu sagen. Von daher war dieser Ringkampf, die Herausforderung Gottes sozusagen, nicht ganz unsinnig. Aber es zeigt auch, dass der wirklich was von Gott wollte. Und dass dann Veränderung in Jakob auch am Start war. Ja. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Fakt ist, Gott will uns segnen. Und wahrscheinlich viele von uns erleben Situationen, wo Dinge sozusagen irgendwie im Geburtskanal stecken, aber das Kind nicht rauskommt. Ja? Und lasst uns diese Haltung bewahren, dass wir uns erstens überhaupt auf den Weg machen und Jesus suchen, zweitens auf diesem Weg uns nicht verstören lassen von Dingen, die vielleicht passieren oder die vielleicht noch nicht passieren, sondern dass wir dranbleiben und einfach wie Jakob sagen, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das können wir vielleicht mögen wir das sogar für vermessen halten, aber ich glaube, dass Gott sowas in uns provozieren will. Dass wir ernstlich nach ihm suchen, dass wir wirklich das wollen, was Gott für uns vorbereitet hat. So zumindest stellt es die Bibel dar. Und ich persönlich habe auch immer mehr den Eindruck, dass er das will. Es gibt so ein paar Baustellen in meinem Leben, wo ich mir Gottes Eingreifen wünsche und mehr von Gott wünsche. Und Dinge, die mich manchmal in eine echte Zerreißprobe innerlich bringen, sozusagen auch meine Frustpunkte gleichzeitig sind. Auf der anderen Seite aber auch echt Punkte sind, wo ich lerne, Gott zu vertrauen und auch seine Größe immer mehr sehe. Ja? Immer mehr von mir weggucke und immer mehr auf ihn gucke. Das ist das, wenn es gut läuft. Ja, aber dann gibt es auch die Situation, wo ich dann echt innerlich zerrissen bin und ich mich frage, wie viel willst du noch von mir? Ja, wo muss ich meiner eigenen Unabhängigkeit, Eigenmächtigkeit einfach sterben, loslassen? Erinnerung an erstes Lied, damit deine Gegenwart in meinem Leben wirklich noch mehr durchkommt. Das ist das, was ich mich manchmal frage. Aber Gott ist unterwegs und Gott ist gut. Gott hat mich lieb, Gott hat euch lieb. Ja, ich wollte euch einfach nur mal kurz reingucken lassen und euch ermutigen, dran zu bleiben an Gottes Wort. Auch was das Thema Heilung angeht. Für dich selber, aber auch für andere. Gott will heilen. Ja, wir haben es nicht in der Hand, ob alle geheilt werden. Aber eins weiß ich aus der Bibel und das ist das Einzige, was ich sagen kann. Gott will heilen. Gott will Menschen begegnen und seine Liebe durch Heilung zeigen. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Ja? Auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle erlebe, dass das nicht oder noch nicht passiert, aber Gott will Menschen begegnen. Und sei bereit, dich in diesem Prozess von ihm formen zu lassen. Und dann der dritte Aspekt, den wir sehen, ist Glaube, der auf Gottes Wort hin handelt. Was passiert hier? Jesus sagt zu ihm, Ferndiagnose bzw. Fernheilung, geht nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, Vers 50 noch, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Heimweg. Der hätte doch auch sagen können, wie? Das war es jetzt. Ich mache mich hier 27 Kilometer auf den Weg, um mir erstens von dir eine Klatsche abzuholen. Zweitens sagst du mir dann einfach noch, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Woher weiß ich denn, dass das stimmt? Also bitte, soll ich vielleicht noch irgendwas machen? Brauchst du Geld?
irgendein Tänzchen noch machen, damit es mehr Wirkung hat, was du gesagt hast, oder geht da noch was? All das spielt keine Rolle, sondern Jesus sagt einfach nur zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt, und der Mann glaubt ihm. Schlicht und ergreifend. Ja. Und was wir wissen müssen ist, er geht nicht direkt nach Hause. Der übernachtet nämlich auf dem Weg nach Hause irgendwo, vielleicht direkt in dieser Stadt, wo er Jesus getroffen hat, in Kana. Ja. Das weiß ich deswegen, weil am Ende dieses Abschnitts steht, dass er am nächsten Tag seinen Dienern begegnet, die ihm sagen, um 1 Uhr ist er geheilt worden. Aber da kommen wir gleich erst zu. Ja? Aber in dem Moment wusste der erstmal noch gar nichts, was wirklich abgelaufen ist. Ja? Und der Mann übernachtet in einem Hotel, packt seinen Laptop aus, erledigt noch ein paar Angelegenheiten, ein paar E-Mails schreiben, schreibt an seine Freunde schon, du, ich habe gerade Jesus getroffen, der hat gesagt, mein Sohn lebt. Genau, die können jetzt natürlich nicht wissen, ob der wirklich schon geheilt ist, weil sonst hätten sie ihm sofort zurückgemailt, dass dem so ist. Ja, so aus heutiger Zeit. Nee, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Hier steht nur, er geht nach Hause. Und aus der Geschichte wird ersichtlich, er ist nicht direkt nach Hause gegangen, sondern trifft erst am nächsten Tag seine Diener. Was lesen wir daraus? Er glaubte wirklich Gottes Wort, so wie es hier steht. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Schlicht und ergreifend. Was hier drin steckt ist, er glaubte und aufgrund seines Glaubens handelte er. Das Handeln bestand darin, dass er einfach nach Hause ging. Ja? Das ist eine Reaktion des Glaubens. Wenn er nicht geglaubt hätte, hätte er irgendwas anderes gemacht. Aber er ging einfach nach Hause. Und hier möchte ich bei uns ansetzen. Wie gehen wir mit dem um, was Jesus uns zuspricht? Und ich glaube, Jesus spricht zu uns. Durch sein Wort, durch andere Geschwister, durch seinen Heiligen Geist. Ja. Zweifeln wir oder glauben wir? Ich glaube, wenn wir zweifeln, dann ist es gut, ehrlich damit umzugehen. Und nicht so zu tun, als wenn wir glauben. Ich glaube, das habt ihr auch schon öfters von mir gehört. Aber ich habe auch gelernt, dass man viele Dinge oft sagen muss, damit sie mehr und mehr einfach in unser Leben reinrutschen. Es ist wichtig, ehrlich zu sein mit seinen Zweifeln. Und zwar nicht, damit wir uns um unsere Zweifel drehen. Das wäre total verfehlt. Sondern damit wir uns mit unseren Zweifeln beschäftigen und mit unseren Zweifeln zu Gott persönlich hingehen, ihm unsere Zweifel auch sagen, weil das reinigt uns innerlich. Ja? Wenn wir Gott damit reinnehmen und Gott hat da was zu sagen. Ja? Ja, und das ist unsere Verantwortung, die nimmt uns auch keiner ab, weil das steht in der Bibel, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, das heißt, wenn Zweifel in unserem Herzen sind, dann ist es wichtig, das mit Gott zu besprechen. Ja, und der hat da ein Ohr für. Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast, aber Gott hat definitiv ein Ohr für deine Zweifel. Ja, denn er möchte, dass du von Herzen glauben kannst, und da will er dich hinbringen. Und wenn du erst an dem Punkt stehst, wo du noch nicht so richtig glauben kannst, mehr Zweifel hast als Glauben, ja, manchmal vermischt sich sowas ja auch, dann will Gott mit dir Gemeinschaft haben und dich dahin bringen, dass du sagen kannst, ja, ich glaube das. Ich bin da sehr entspannt drin, dass Gott das tun will. Ja. Sein Ziel ist das, was in Römer 4, Vers 20 steht. Da gibt es diesen schönen Bibelvers über Abraham. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, indem er auf seinen schwachen Leib schaute und so weiter, so von wegen Kinderkriegen und so, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Weißt du, wie paradox sowas ist oder sich anfühlen kann, noch nicht zu sehen, was Gott getan hat, aber Gott die Ehre zu geben? Das ist Glauben. Der Glaube sieht nicht zuerst, sondern er sieht im Geist zuerst, was Gott geben will. Und dann kommen die Dinge erst in die Wirklichkeit hinein. Nach 5 Minuten, nach 5 Tagen, nach 5 Wochen, nach 5 Monaten, keine Ahnung.
wann sie Wirklichkeit werden. Aber der Glaube sieht im Geist, im Herzen. Ja.